die Mauer. Ein Symbol des langjährigen Konfliktes zwischen Israel und den palästinensischen Gebieten. Was bedeutet diese Trennlinie für junge Leute auf beiden Seiten, abseits der großen Politik? Welche Vorurteile, welche Ängste haben sie? Was bremst und was fördert den Dialog zwischen den Menschen? Im israelischen Haifa und in Ramallah in der Westbank begleitet der österreichische Verein Ipsum Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser in Workshops dabei, persönliche Antworten zu finden. Durch die Mauer getrennt treffen sie nie persönlich aufeinander. Jedoch beginnen sie, über Fotos als zentrales Medium, Vorurteile zu hinterfragen und sich für die Sichtweise anderer Menschen zu öffnen. Marwa Youssef, Workshop-Teilnehmerin aus Ramallah, beschreibt in einer Dialogrunde, was sie vom Foto ihres Kollegen Said hält. Die Papiertüte über dem Kopf des Mannes erinnert mich stark an den Irak. Es symbolisiert für mich die Unterdrückung und das Verstummen der Menschen. Yusra Yamus, ebenfalls aus Ramallah, interpretiert das Bild anders. Für mich sieht es so aus, als würde der Mann auf dem Foto jeden Moment irgendetwas tun wollen. Er ist bereit zu handeln, obwohl er die Tüte über dem Kopf hat. Als ich das Foto gemacht habe, war ich zornig auf die Gesellschaft, weil mir viele Dinge verboten sind, die ich gerne tun würde, von denen ich denke, dass sie richtig sind, aber die Gesellschaft denkt da anders. Mit dem Sack über dem Kopf kann man nichts sehen. Die ganze Welt umgibt einen, aber man kann sie vergessen. One thing, to summarize my experience from the workshop in one word will be awareness. Ich habe mir aus dem Ipsum-Workshop ein neues Bewusstsein mitgenommen, im Umgang mit meiner Umgebung. Es geht darum, im Alltag für eine Sekunde innezuhalten und Dinge anders zu sehen. Das eröffnet den Blick für Schönes, Anderes oder auch Hässliches. Ich lasse zu, dass mich Dinge berühren. Es geht auch um verschiedene Meinungen und die Bereitschaft, etwas zu bewahren oder zu verändern und es nicht einfach zu ignorieren. Pass by it. The reason I choose to come here and take the picture was first of all because I made this graffiti of a poem. Auf dem Foto sieht man ein Graffiti von einem Gedicht, das ich geschrieben habe. Es geht um einen Jungen namens Ahmed aus Gaza, der von einem Soldaten erschossen wurde, weil er in einem verbotenen Gebiet gespielt hat. Die Armee sagt, jeder, der das Gebiet betritt, wird sofort erschossen. Der Junge wusste das nicht und wurde getötet. Sein Vater Ismail stellte die Organe seines Sohnes im Namen des Friedens Spitälern in Israel zur Verfügung. Für kranke Menschen, Israelis und arabische Israelis. Ich fand das so beeindruckend, dass ich dieses Gedicht geschrieben habe. Ich habe es hierher gesprayt, weil es ein gut versteckter Platz ist. Graffiti sind in Israel ja nicht erlaubt. Not allowed to spray graffiti all around, so I did it here and it stays a long time, so I came to take a picture of it. What I learned is that even with this situation that we have, the split that we have in Jerusalem and the West Bank and Gaza, we can have. Ich habe gelernt, dass wir trotz der Trennung von Jerusalem, Westbank und Gaza gemeinsame Gedanken haben und Dinge teilen können. Das war mir vor dem Workshop nicht so klar. Ich habe aber auch erkannt, dass es Ansichten gibt, die wir nicht teilen können. Und zwar nicht, weil wir besser sind oder sie besser sind, sondern weil wir in verschiedenen Situationen leben. We shared those points. It's because we don't live the same situation. Im März 2010 organisierten einige der Ipsum-Fotografinnen und Fotografen die Ausstellung Walk the Line im Willy Brandt Center in Jerusalem. Der Entscheidung dafür gingen langwierige politische Diskussionen in den Workshops voraus. Obwohl sich die jungen Leute aus Israel und den palästinensischen Gebieten niemals persönlich kennenlernen konnten, ermöglichte die Ausstellung den Dialog über ihre Bilder. Seit 2005 werden Projekte von Ipsum auch von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gefördert.